Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Lösungen des zweiten Teils von den Teen Titans Challenges zeigen, beziehungsweise der Woche 4 Challenges aus Season 2. Damit könnt ihr dann auch den Ghost- oder Shadow-Stil von Teen Titans freischalten. Wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute, denke ich mal, etwas länger streamen. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Challenge, und zwar müsst ihr Fische mit Explosionsgeschossen angeln. Dafür braucht ihr immer einen Rocket Launcher, ein Boot oder irgendetwas anderes Explosives. Ich weiß gar nicht, ob C4 auch geht. Müsst ihr das auf jeden Fall auf so einen Fishing-Spot hier legen und dann einfach einmal explodieren lassen. Und dann kommen Fische raus, davon braucht ihr 3 Stück. Dann habt ihr die erste Challenge abgeschlossen. Als nächstes braucht ihr dann wieder C4 oder die neuen Proximity Mines oder Näherungsminen. Damit müsst ihr gegnerischen Strukturen Schaden hinzufügen, beziehungsweise müsst ihr gegnerische Strukturen zerstören, 20 Stück. Irgendwann, wenn sich ein Gegner eintörtelt, macht ihr da einmal einfach C4 drauf. Und dann habt ihr auch schon fast die Challenge. Das ein paar Mal, sollte nebenbei ganz gut möglich sein. Als nächstes müsst ihr dann nach Pleasant Park oder nach Slurpy Swamp. Und dort müsst ihr Truhen durchsuchen, 10 Stück sind es. Dann müsst ihr Spieler bei The Agency, also dort in der Mitte, oder bei Sweaty Sands eliminieren. Dann müsst ihr Munitionskisten an verschiedenen benannten Orten durchsuchen. Benannte Orte sind einfach alle, die einen Namen haben, wie zum Beispiel Misty Meadows, Slurpy Swamp, Whipping Woods, Lazy Lake. Überall dort könnt ihr Munitionskisten durchsuchen. Allerdings müssen es verschiedene Orte sein. 7 Stück müsst ihr also besuchen. Dann müsst ihr als nächstes die Botgranaten benutzen, diese blauen Granaten, Decoy-Granaten, ich weiß gar nicht genau, wie die im Deutschen heißen. Dann müsst ihr als nächstes Schaden hinzufügen, während ihr ein Motorboot steuert, das heißt, ihr müsst einfach mit den Raketen des Motorbootes Schaden hinzufügen, 200 Stück. Ich glaube, die Raketen machen 30 oder 35 Damage, das heißt, ihr werdet auf jeden Fall ein paar Rockets brauchen und damit ein paar Hits. Denke ich mal, wird am leichtesten in Gruppenkeile sein. Als nächstes müsst ihr einen Handlanger in verschiedenen Matches scannen. Dazu eben halt wieder zu allen Orten, wo Handlanger sind. Zum Beispiel die großen benannten Orte hier, The Rig, The Agency, The Shark, The Yard und The Grotto. Oder eben halt die ganzen Shadow Houses, zum Beispiel hier, da oben in Pleasant ist ebenfalls noch eins, dort unten oder hier in dem Gebäude gibt es überall die Handlanger, die einfach scannen. Dann habt ihr die Challenge fertig. Als nächste Challenge müsst ihr Grumpy Greens, Modern und Risk Reels besuchen. Zwischen Pleasant Park und der blauen Brücke hier befindet sich so ein Gesicht aus Büschen auf der Wiese. Das hier ist Grumpy Green. Risky Reels befindet sich nördlich von The Agency und westlich von Frenzy Farm. Dort unten, da wo diese Flüsse sich kreuzen. Das große Kino dort, das ist Risky Reels. Und dann da hinten das Rasenmäherrennen ist Modown, nördlich von dem Obstgarten und Frenzy Farm und südlich von dem Shadow-Unterschlupf Charlie, glaube ich. Hier einfach das besuchen. Dann müsst ihr als letzte Challenge noch verschiedene Bosswaffen sammeln, und zwar 3 verschiedene. Dafür könnt ihr bei The Shark, The Yard, The Agency, The Grotto und The Rig den Boss killen und müsst dann eben halt an 3 von diesen 5 verschiedenen Orten eine Waffe aufsammeln, also eine Bosswaffe aufsammeln. Dann seid ihr mit den dieswöchigen TN Tiner Challenges durch. Morgen kommen dann noch die Deadpool-Missionen. Dazu wird es natürlich auch ein Video geben. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann lasst natürlich gerne ein Abo da. Und schaut wie gesagt gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich auf Twitch auch wieder. Bis dahin, ciao.